Hier spielt der Bachner einen Ball auf die Vorhand, einen in die Mitte und einen auf die Rückhand. Ich bewege mich hin und her und spiele alle Bälle mit der Vorhand. Man konzentriere sich auf eine dynamische und präzise Beinarbeit. Leichtes Hüpfen wird empfohlen. Das Körpergewicht ist nach vorn verlagert. Ich stehe eher auf den Zehen als auf den Fersen. Zu keinem Zeitpunkt stehe ich still. Nicht beim Vorhandschlag abschalten, um auch die Folgeschläge kontrollieren zu können. Hier schlägt der Partner die Bälle ausschließlich auf meine Rückhand auf. Ich spiele zwei Bälle mit der Rückhand und einen mit der Vorhand. Ich umlaufe den Ball, um einen auf meine Rückhand aufgeschlagenen Ball mit der Vorhand spielen zu können. Ich konzentriere mich auf die Ausführungsgeschwindigkeit der Bewegung und der Zurückbewegung und achte darauf, dass ich meinen Sprung zum Umlaufen vollständig ausgeführt habe, um einen optimalen Vorhandschlag durchführen zu können. Hier schlägt der Partner zwei Bälle auf meine Rückhand und einen Ball auf meine Vorhand auf. Ich spiele immer einen Ball mit der Rückhand und zwei Bälle mit der Vorhand. Ich konzentriere mich trotz der auslandenden Bewegung auf eine dynamische Beinarbeit und einen ausgeglichenen Stand. Nicht beim Vorhandspiel abschalten, einen dynamischen Stand beibehalten. Besonders beim Wechsel zwischen Vor- und Rückhand. Ich befinde mich hier in Halbdistanz und der Gegner spielt ab und zu kürzere Bälle. Ich achte auf meinen Stand, führe sehr kurze, sehr präzise, explosive Laufschritte durch und kontrolliere das Ende meines Laufs. Hier stehe ich 2 Meter vom Tisch entfernt und der Gegner schlägt 2 Bälle auf meine Rückhand und einen Ball auf meine Vorhand auf. Ich spiele immer einen Ball mit der Rückhand und 2 mit der Vorhand. Ich konzentriere mich auf eine dynamische Beinarbeit, gleiche meine Position aus und lasse mich nicht von der Geschwindigkeit und Kraft der Vorhandbewegung mitreißen. Bei dieser ruckartigen Bewegung standhaft bleiben. Immer daran denken, dass nach dem Vorhandball eine Neuposition hin zur Rückhand erfolgen muss.